Ich habe mich sehr gefreut über dein Zeugnis, vom Inhalt her und auch von der Art. Das erinnerte mich nämlich an meine erste Predigt. Ostersonntag 1966. Das war an der holländischen Grenze. In einer ganz kleinen Gemeinde, die bestand von 2 alten Brüdern und 3 alten Schwestern. Und dann war meine Familie dabei und ich war den Ostermorgen im Frühgottesdienst in Bremen bei dem Vorgänger von Olaf Latzel. Den Namen haben vielleicht einige schon mal gehört. Das war ein sehr schöner Frühgottesdienst und dann kam ich dann wieder zurück, eben bis zur holländischen Grenze. Dann waren wir einige Stunden unterwegs, da war ich hundemüde. Aber ich hatte so bei mir gedacht, ach, wenn du mal deinen ersten Vortrag hältst vor so vielen Leuten, das ist also nichts, aber in so einer kleinen Versammlung, da kannst du ja vielleicht wagen. Und hatte mich innerlich vorbereitet auf die Emmaus-Jünger. Hatte dem Herrn gesagt, und das war eine Bitte, die normalerweise gar nicht erhört worden wäre, wenn der alte Bruder mich bittet, etwas zu sagen, dann nehme ich das an von dir. Das wurde aber in dem Kreis, wo ich aufgewachsen war, nie gemacht, dass man jemand ermutigte. Und tatsächlich nach der ersten Stunde, wir hatten also Abendmahl zuerst und dann ging das sofort weiter und die machten auch keine Pause. Und dann sagt der Alte tatsächlich, wir haben doch den jungen Bruder Martin Vedder, da hat doch sicher ein Wort. Nun war ich aber so müde, deswegen erzähle ich das, war ich so müde, ich hatte vergessen, wo das stand mit den Emmaus-Jüngern. Und um etwas Zeit zu gewinnen, ging ich dann so ganz langsam in die Höhe. Der Alte saß direkt neben mir und sagte, na, wollen wir etwas von den Emmaus-Jüngern hören? Und ich wusste noch, das war irgendwo am Ende eines Evangeliums. Dann habe ich einfach geraten. Dann habe ich gesagt, lesen wir Johannes 21. Und da war ich gerade auf der Höhe da von seinem Mund. Dann flüsterte er mir ins Ohr, Lukas 24, sagt er. Da bin ich dem heute noch dankbar, wenn der mich da gestoppt hätte, ja, und sagt, der will uns etwas erzählen und weiß noch nicht einmal, wo das steht, ja, dann wäre meine Predigerkarriere, wenn man so sagen kann, wahrscheinlich schon zu Ende gewesen, direkt am Anfang. Also, wenn wir etwas auf dem Herzen haben, können wir einfach Gott vertrauen, er wird dafür sorgen und er hat das auch dafür gesorgt, dass das gut rübergekommen ist und dass wir uns alle doch, denke ich, dieser Halb wirklich auch Gedanken machen und immer wieder staunen, wie wunderbar Gott führt, wie unterschiedlich das sein kann. Aber am Ende, dass man wirklich sagen kann, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass ich gerettet bin. Ich weiß, wenn Jesus wiederkommt, bin ich dabei. Ich habe mich auch sehr gefreut über diese vielen Verse, über die Barmherzigkeit Gottes, die die Brüder hier vorgetragen haben. Und ich habe zunächst überlegt, passt das eigentlich zu meinem Thema? Und dann dachte ich, ach, das ist gar nicht so schlecht. Etwas ungewohnter Gedanke. Ich möchte nämlich zu dem Thema sprechen, vom Glück des verlorenen Lebens. Und da auch nachweisen, dass die Barmherzigkeit Gottes auch dafür sozusagen den Startschuss gibt. Nur dadurch, dass Gott uns angenommen hat, dass er uns den Heiligen Geist gegeben hat, dass er uns diese herrliche Zukunft vermittelt, einmal bei ihm zu sein, bei unserem Herrn Jesus Christus, nie mehr von ihm getrennt zu sein, durch diese wunderbaren Gedanken der Heiligen Schrift, macht er uns dann auch fähig im Hinblick auf das Thema Leiden für Jesus Christus. Ist das auch eine Option? Ist das auch etwas Erstrebenswertes, für den Herrn zu leiden? Und wenn ich euch jetzt fragen würde, wer von euch hat schon mal eine Predigt über Verfolgung gehört, dann wären das wahrscheinlich nur sehr wenige. Ich persönlich habe noch nie eine Predigt über Verfolgung gehört, außer meinen eigenen. Ich selber spreche da öfters darüber, weil ich glaube, dass das ein ganz entscheidendes Thema ist, auch für unsere Zeit.
Und ich möchte aufweisen, dass verfolgt werden um Christi willen, leiden für den Herrn, kein lästiges Muss ist, keine Pflichterfüllung, sondern ein ungeheures Vorrecht. Denn in Verbindung mit den Leiden für den Herrn kommt dieses Wort glückselig sehr häufig vor. Und das wollen wir verfolgen durch die Heilige Schrift, vor allen Dingen im Neuen Testament. Aber ich beginne zunächst einmal mit einem Abschnitt, der diesen Titel mir eingegeben hat, beziehungsweise es gibt ein Buch darüber, das ist nicht von mir geschrieben, vom Glück des verlorenen Lebens, was das schildert anhand von Personen aus der ehemaligen Sowjetunion, die für den Herrn gelitten haben und die das wirklich so auch angenommen haben. Es ist ein Glück, es ist ein Vorrecht, für den Herrn leiden zu dürfen. Und da schauen wir jetzt ins Matthäusevangelium hinein, in Kapitel 16, da spricht der Herr davon, was Nachfolge ist. Vers 24. Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer irgend sein Leben erretten will, wird es verlieren. Wer aber irgend sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele einbüßt? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für seine Seele? Ja, das sind bemerkenswerte Sätze. Und hier macht der Herr deutlich, im Gegensatz zu den Zielen der modernen Pädagogik, da geht es nämlich um die Selbstverwirklichung, spricht der Herr von der Selbstverleugnung. Das dicke Ich in den Tod geben, das muss kleiner werden. So wie Johannes der Täufer sagt, er muss wachsen. Er spricht von unserem Herrn Jesus Christus, ich aber abnehmen. Er spricht zu seinen Jüngern. Ihr Lieben, hier sitzen viele, die von sich sagen, ich bin erlöst, Halleluja. Der Herr hat den Preis bezahlt, er hat alles gut gemacht. Er hat mir meine Schuld vergeben. Die Sündenfrage ist ein für allemal gelöst, dadurch, dass er den Preis bezahlt hat auf Golgatha mit seinem Blut. Und solche, die das sagen, für die sollte auch klar sein, dass das bedeutet, diesem Herrn Jesus Christus will ich folgen. Und das heißt ja Jünger sein, auf ihn schauen. Petrus formuliert das so in 1. Petrus 2. Wir wandeln in seinen Fußstapfen, ihm nachfolgend. Ne? Der gescholten nicht widerschallt, leidend nicht drohte. Das sind zum Beispiel so gewisse Verhaltensweisen, die wir von unserem Herrn lernen können. Jünger sein bedeutet sich selbst verleugnen. Das ist das Erste. Das heißt, der Jünger weiß darum, es geht jetzt nicht um mich, um das, was mir gefällt, sondern es geht darum, was dem Herrn gefällt. Was allerdings nicht bedeutet, dass er uns jetzt nur Dinge gibt, die uns alle missfallen. Ja? Aber es geht darum, dass wir zunächst einmal nach seinem Willen fragen. Was willst du, dass ich, Herr, dass ich tun soll? Und dann wird er uns die Werke zeigen, die er zuvor bereitet hat. Er wird uns die Augen öffnen. Er wird uns verändern, das haben wir so schön gehört eben von unserem Bruder Fabio, zu neuen Menschen machen, mit neuen Zielen auch, neuen Gelegenheiten, die er uns schenkt, die wir vorher überhaupt gar nicht gesehen haben, diese Möglichkeiten ihm zu dienen. Aber es geht darum, zunächst einmal Nein zu sagen zu unseren natürlichen Wünschen, dass das nicht im Vordergrund steht, sondern was er will. Das soll uns bewegen. Und sein Kreuz aufnehmen. Da steckt etwas dahinter, von dem Kreuz des Herrn.
Das ist zwar nicht das Kreuz Jesu, das wir tragen. Das konnte nur er tragen als der Versöhner. Aber dieses Kreuz, das wir aufnehmen, erinnert uns an sein Kreuz. Das Kreuz damals, zur Zeit der Römer, wer das trug, der hatte nicht mehr lange zu leben. Der wusste, bevor die Sonne untergeht, ist mein Leben zu Ende. Wer sein Kreuz auf sich nimmt, der weiß, mein Ich, das ich eben selber verleugne, soll jetzt im Tode bleiben, mich nicht mehr bestimmen. Und es geht darum, dass ich um Jesu Willen leide. Das Kreuz erinnert ja an ihn. Es geht hier nicht nur um Selbstkasteiung oder Yoga-Übungen oder alles Mögliche, sondern es geht um Leiden für Christus. Das heißt, das Kreuz aufnehmen. Und das Dritte ist natürlich das Schönste, Gott sei Dank. Es geht nicht nur darum, dass wir irgendwo als Säulenheiliger irgendwo auf einer Säule sitzen, wie man das vor 1000 Jahren pflegte. Die waren dann besonders heilig, diese Leute, ansonsten taten die nichts. Sondern es geht darum, dass wir ihm nachfolgen. Er geht vor uns her, er lässt uns nie alleine. Er zeigt uns den Weg, er nimmt uns an die Hand. Und vieles andere mehr beschreibt ja die Heilige Schrift, was das bedeutet, mit Jesus unterwegs zum herrlichen Ziel. Und der Herr rundet das noch ab durch diesen Zusatz, wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Also wer Selbstverwirklichung anstrebt, wird genau das Gegenteil erleben. Und wer sein Leben verliert um seinetwillen, das heißt, ihm zur Verfügung stellt, vom Glück des verlorenen Lebens sein Leben verliert, wird es gewinnen. Und ich möchte das auch für solche sagen, die noch auf der Suche sind, die noch nicht ganz sicher wissen, bin ich überhaupt gerettet oder fehlt mir noch das Entscheidende, was muss ich tun, damit ich gerettet werde, dass wir von vornherein, das macht der Herr Jesus auch deutlich an anderer Stelle, die Kosten überschlagen. Das heißt, Jesus nachfolgen ist nicht unbedingt einfach, aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Und das kann ich wirklich bezeugen von meinem eigenen Leben. Ich habe ja viele Probleme erlebt, auch in Afrika, wo ich etliche Male vor meiner Hinrichtung stand und wie Gott darüber gewacht hat und wie getrost ich da war. Vollkommen ruhig, weil ich wusste, Jesus ist bei mir. Und wenn der jetzt abdrückt an seiner Knarre da, dann bin ich bei ihm. Mir kann nichts geschehen, was er nicht hat ersehen, sagt der Liederdichter, und was mir dienlich ist. Das ist das Wunderbare, mit ihm gehen. Aber es kann manches Opfer erfordern. Und da ist das so entscheidend, und das möchte ich wirklich heute versuchen rüberzubringen, dass uns die Nähe des Herrn, die Gemeinschaft mit Jesus, so kostbar ist, so gegenwärtig, dass wir das so genießen, Tag für Tag, dass wir dann auch bereit sind, auch für ihn zu leiden. Und das will ich jetzt anhand von einigen Bibelstellen uns deutlich machen. So, wer seine Bibel dabei hat, der schaue jetzt zunächst mal in den Philipperbrief hinein. Da gibt es eine interessante Aussage des Paulus. Und wenn man nicht den Zusammenhang kennen würde, würde man sagen, das ist ein Spaßmacher. Das kann der doch gar nicht so meinen, was der da sagt. Ja, wir haben ja schon von Philipper 4 diesen schönen Vers, den ich übrigens in letzter Zeit in fast jeder Seelsorge anwende, den du da zitiert hast. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Wunderschöner Vers, ja. Und da in Philipper 1 steht Folgendes. Vers 29. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Ja, soll das ein Witz sein? Ist das ein Geschenk, zu leiden
Ja, wenn es ein Leiden ist für ihn, unseren Herrn, dann ist es ein Geschenk. Nicht jedes Leiden ist ein Geschenk. Aber wenn es darum geht, dass ich, weil ich den Namen des Herrn bekenne, weil ich gewisse Dinge nicht mitmache, weil ich mich weigere, zu ungerechten Handlungen mich nicht verführen lasse und so weiter, um Christi willen dann Einbußen zu haben. Wir haben das erlebt, bei uns in der Gemeinde hatten wir mehrere Geschwister, die in eine solche Situation hineinkamen. Eine war zum Beispiel Hebamme von Beruf und die hatte sich bei unserem Kreiskrankenhaus beworben und hatte sich offensichtlich vorher nicht erkundigt, wie das war mit den sogenannten Schwangerschaftsabbrüchen. Ja, auf gut Deutsch, Mord im Mutterleib. Das müssen wir ganz klar sagen. Ist auch immer noch erlaubt, das zu sagen. Und sie wusste das nicht. Und dann sollte sie als Hebamme eben da eingesetzt werden. Da hat sie sich geweigert. Und sie wurde fristlos entlassen. Und wir haben überlegt, zum Arbeitsgericht zu gehen. Und ich habe ihr dann auch gesagt, und wir waren uns da alle einig, wir sagten, Schwester, das ist ein Leiden um Christi willen, um der Gerechtigkeit willen, des Glaubens willen. Und der Herr wird für dich sorgen. Und das hat er auch getan. Bei einer anderen Schwester, die kam zum Glauben und ließ sich taufen, war Erzieherin in einem evangelischen Kindergarten, wurde fristlos entlassen, als sie getauft wurde. Hat sie auch noch fröhlich dem Pfarrer erzählt und darauf kam die Entlassung. Wir haben ihr das Gleiche gesagt. Wir werden nicht unser Recht einholen. Es ist um Christi willen. Was ist da passiert mit der Schwester? Kurze Zeit später lernt sie einen Witwer kennen. Der hatte so um die 12 Kinder. War eine Riesenfamilie. War verwitwet. Sie heiratet ihn. Da hatte sie ihren Kindergarten zu Hause. Mit den 12 Kindern. Und haben wirklich ein wunderschönes Leben mit dem Herrn geführt. Der Herr hat für sie gesorgt. Und ich könnte noch andere Geschichten erzählen, wo Geschwister klar gesagt haben, da machen wir nicht mit, das ist gegen das, was der Herr uns gelehrt hat und wir wollen ihm vertrauen, er lässt uns nicht im Stich. Ein Geschenk, sagt Paulus, für ihn zu leiden. Der Herr sagt das ja übrigens an anderer Stelle auch, gerade dass solche, die für ihn leiden, in besonderer Weise auch belohnt werden, in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit, bei ihm. Paulus, dem liegt das sehr am Herzen, wir werden auch noch zu Petrus kommen, aber Paulus selber schreibt in seinem letzten Brief, das ist ja das Vermächtnis des Paulus an Timotheus und auch für uns, da schreibt er im dritten Kapitel, 2. Timotheus 3, Vers 12, alle aber auch, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Willst du gottselig leben? Das ist ein ganz altes Wort, gottselig. Habt ihr vielleicht noch nie gehört, ja? Das heißt selig, glücklich in Gott. Das sagt schon der Psalmist im Alten Testament. Wenn ich nur dich habe, habe ja nichts Lust auf der Erde. Wenn ich nur weilen kann in den Vorhöfen des Herrn, das ist mir mehr wert, als was die ganze Welt mir zu bieten hat. Das sind Leute, die begriffen haben und immer noch mehr begreifen, wer Jesus ist, welch einen Preis er bezahlt hat, welch einen wunderbaren Herrn wir haben. Die werden verfolgt werden. Da gibt es aber ein Problem. Im ersten Brief an Timotheus, also etwa ein Jahr vorher, sind kurz hintereinander geschrieben worden. Im ersten Brief schreibt Paulus in Kapitel 2, dass wir beten sollen, dass wir ein ruhiges und gottseliges Leben führen. Oder stilles Leben in wahrer Gottseligkeit, so heißt es genau. Ein ruhiges und stilles Leben in wahrer Gottseligkeit und würdigem Ernst. Aha. Da spricht er von dem ruhigen Leben in Verbindung mit der Gottseligkeit. Im zweiten Brief haben wir eben gelesen, wer gottselig leben will, der wird verfolgt werden. Das ist doch ein Gegensatz.
Da hat er sich ja selber widersprochen, Paulus. Naja, er war ja schon ziemlich alt, vielleicht war er schon etwas senil, na, auf keinen Fall, ihr Lieben. Er hat sich nicht widersprochen. Er sagt nämlich nicht in der Stelle im zweiten Brief, alle aber, die gottselig leben wollen, werden immer verfolgt werden. Das sagt er nicht. Er sagt, sie werden verfolgt werden, aber nicht unbedingt immer. Es gibt Zeiten der Verfolgung und es gibt Zeiten der Ruhe, wo wir aufdanken. Und dafür betet er im ersten Brief. Diese ruhigen Zeiten, dass wir Kräfte sammeln, wenn die Verfolgung kommt, dass wir dann nicht umkippen. Übrigens ein ähnlicher Gedanke für die Schriftforscher unter euch. Könnt ihr in Epheser 6 nachlesen. Da ist von dem Angriff des Teufels die Rede. Na, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, heißt es dort, also gegen Menschen, sondern gegen die Mächte der Finsternis, gegen die böse Engel, Dämonen und so weiter, gegen den Teufel. Und dann sagt Paulus, ihr müsst die Waffenrüstung Gottes anhaben, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten könnt. Das heißt, der Teufel greift uns nicht jeden Tag an. Er wartet auf seine Gelegenheit. Wir haben zwar jeden Tag Versuchungen von innen, von der Sünde, die noch in uns wohnt. Da haben wir noch Probleme. Aber der Teufel, der wartet auf besondere Gelegenheiten. Wenn uns zum Beispiel die Geschwister enttäuscht haben, wenn wir die Arbeitsstelle verloren haben oder eine Nachricht bekommen, unheilbar krank. Ich weiß, als meine Frau vor 26 Jahren die Diagnose bekam mit Parkinson, also haben wir auch nicht Halleluja gerufen. Da mussten wir auch erstmal stille drüber werden. 26 Jahre. Und da wurde uns aber klar, das ist vom Herrn. Und da waren Geschwister, die sagten, wir können doch über sie beten, nach Jakobus 5. Ich hatte das auch schon praktiziert, dieses Gebet nach Jakobus 5. Hat der Herr bis dahin auch immer beantwortet. Aber ich sagte der Schwester, die das vorschlug in der Versammlung, das muss aber auch meine Frau so sehen. Es muss von dem Kranken ausgehen, ne, das Gebet. Nach Jakobus 5, das Gebet der Ältesten. Ich denke, das ist bekannt hier, ja. Und meine Frau sagte, ich nehme das aus der Hand des Herrn als Prüfung. Ich will das nicht. Ich will das so aus der Hand des Herrn annehmen. Und sie kann seit 26 Jahren bezeugen, wie der Herr sie aufrichtet und ihr hilft. Also ein wunderbares Zeugnis in einer solchen Prüfung. Der Herr weiß, was er uns auflegt. Und er weiß den Zeitpunkt, wo er uns davon wieder befreit. Wenn wir aber gottselig leben wollen, das heißt in einer Weise, die dem Herrn gefällt, die das Wesen Gottes widerspiegelt, darum geht es in diesem gottseligen Wandel, dann wird gelegentlich Verfolgung auftreten. Und da möchte ich natürlich jetzt zunächst einmal fragen, unsere lieben Brüder und Schwestern, so viel wir wirklich unser Leben dem Herrn anvertraut haben, kennst du solche Zeiten der Verfolgung? Wenn nicht, könnte irgendetwas nicht in Ordnung sein. Aber bevor wir jetzt in tiefste Depression fallen, weil wir vielleicht falsche Vorstellungen haben von Verfolgung, möchte ich aufzeigen, wie Verfolgung schon beginnt. Und da lesen wir die Worte des Herrn selber in der Bergpredigt. Die berühmte Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7. Und in Kapitel 5 haben wir die sogenannten Seligpreisungen. Und die letzten zwei sprechen von Verfolgung. Wie heißt es dort? Vers 10. Glückselig die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten. Was heißt das denn?
Ihr Lieben, die Bibel macht deutlich, dass wir durch Glauben gerechtfertigt sind. Und das bedeutet, ein Mensch, der gerechtfertigt ist, das heißt, der von Gott angenommen wurde, freigesprochen wurde von der Sünde, und zwar so, als ob er nie gesündigt hätte, weil der Herr die ganze Schuld auf sich genommen hat. Das ist nämlich Rechtfertigung. Nicht wie aus Mangel an Beweisen, kann man ja auch freigesprochen werden, aus Mangel an Beweisen. Da muss aber derjenige, der freigesprochen wird, immer befürchten, dass eines Tages der Staatsanwalt die Beweise dann gefunden hat und dann gibt es wieder eine Anklage. Aber die Rechtfertigung, die im Römerbrief beschrieben wird, macht klar, wir sind freigesprochen wegen erwiesener Unschuld. Ja, gibt's denn sowas? Das kann ich doch überhaupt gar nicht begreifen. Wegen erwiesener Unschuld. Ja, weil alle Schuld uns weggenommen wurde. Wir stehen vor Gott wie sein eigener Sohn. Der Herr hat die Sühnung erbracht, den Preis bezahlt mit seinem Blut. Das ist so etwas Großartiges. Und seht mal, wer so gerechtfertigt ist, durch Glauben, sagt eben der Römerbrief, ne? Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Das ist die Voraussetzung für den Frieden Gottes, den du eben erwähnt hast. Die Rechtfertigung aus Glauben können wir jetzt für die Gerechtigkeit Gottes eintreten. Was heißt das denn? Wir erheben unsere Stimme, wenn das göttliche Recht mit Füßen getreten wird. Wie zum Beispiel das, was ich eben sagte im Hinblick auf den Schwangerschaftsabbruch. Da können wir nicht zu schweigen. Und da sollten wir auch Frauen, die mit diesem Problem gerade konfrontiert werden, die nicht wissen, ob sie das Kind austragen sollen oder nicht, wirklich ermutigen, zum Leben, was natürlich dann bedeutet, dass wir selber auch in der Disposition sind, dass wir also selber uns auch zur Verfügung stellen, dann uns um diese Person und das werdende Leben zu kümmern. Nicht nur fromme Sprüche dahergehen, das gehört auch dazu. Für die Gerechtigkeit eintreten. Wenn wir über Homosexualität etwas hören, über die Dinge, die heute als normal betrachtet werden. Und wenn man etwas darüber sagt, mir das durchaus bewusst, das kann mir sehr zum Nachteil ausgelegt werden, dass ich das überhaupt erwähne. Dann müssen wir trotzdem sagen, wie die Bibel darüber spricht. Wie schrecklich dieses Verhalten in Gottes Augen ist. Im Alten Testament führte das zum Tod. Das fordern wir natürlich keineswegs ein. Und wir sollten auch wirklich Erbarmen haben. Das Erbarmen, das wir selber empfangen haben, davon haben wir ja heute viel gehört. Mit diesen Menschen, die darin verstrickt sind, da vielleicht loskommen möchten und es nicht können. Das sind ja auch sehr viele, die wollen gerne frei werden. Und es wird ihnen eingeredet, das ist das Normalste von der Welt. Dass wir uns um diese Menschen auch kümmern. Und ihnen auch den Weg zeigen, wie man wirklich frei werden kann, auch von solchen Gefühlen, dass man die auch eben dem Herrn zur Verfügung stellt, in den Tod gibt. Worin besteht denn das Überwinden? Das ist doch ein Kampf in uns gegen die Sünde, indem wir den Heiligen Geist bitten, uns zu leiten in seinem Sinne, unseren Blick auf den Herrn zu lenken. Ich sage es mal den Kindern unter uns oder den jungen Leuten. Was man vor etwa 30 Jahren mit diesem kleinen Bändchen da um das Handgelenk da dokumentierte, what would Jesus do? Was würde Jesus tun? Was würde Jesus an meiner Stelle jetzt tun? Das kann uns helfen, wenn wir den Herrn wirklich lieben über alles. Dann wollen wir in seinem Sinne handeln. Ja, ihr Lieben, für die Gerechtigkeit eintreten.
Ich habe einen Freund von mir, der fährt einmal im Jahr nach Berlin. Da gibt es so einen Marsch für das Leben, wo viele Kinder Gottes zusammenkommen und dann diesen Marsch veranstalten. Und die Polizisten sagen, das ist der schönste Protestmarsch, den wir überhaupt erleben. Ne? Wo Menschen wirklich friedlich protestieren, aber im Hinblick auf das Furchtbare, dass so etwas erlaubt wird in unserem Land. Ja. Ja, für die Gerechtigkeit eintreten kann uns etwas kosten. Das sagt der Herr. Glückselig, die deswegen leiden, weil es für die Gerechtigkeit Gottes ist. Für Dinge, die die Bibel uns lehrt, dass wir sie tun sollen und nicht unterlassen sollen. Und dann geht das weiter. Das nächste glückselig, im nächsten Vers. 11. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden. Um meinetwillen, das ist der entscheidende Zusatz. Ihr Lieben, Verfolgung fängt schon mit dem Rufmord an. Schmähen. Verfolgung fängt nicht erst mit dem Gefängnis an. Das werden wahrscheinlich die wenigsten von uns erleben, ins Gefängnis geworfen zu werden. Einige schon, kann es schon sein. Aber es fängt mit dem Schmähen an. Sind wir denn dazu bereit, dass die Nachbarn sich lustig machen? Vielleicht, weil in unserem Haus öfters mal Gott ist die Liebe gesungen wird, ja. Solange mein Jesus lebt. Und das Lied klingt nach draußen. Oder im Sommer, ja, wenn wir da so ein Grillfest haben und wir singen dann christliche Lieder, dass die Nachbarn das mitbekommen. Das kann schon mit dem Schmähen dann beginnen, anfangen. Um seinetwillen, am Arbeitsplatz vielleicht. Wo auch immer, wenn es um seinetwillen ist. Nicht, weil wir Faulpelze sind und während der Arbeitszeit groß evangelisieren. Dafür ist die Arbeitszeit nicht da. In der Pause können wir das vielleicht machen, aber nicht während der Arbeitszeit. Aber um seinetwillen. Weil die Leute merken, wir leben mit Jesus und deswegen tun wir eben gewisse Dinge nicht. Ich weiß noch, wo ich als Lehrer tätig war, in der Sonderschule für Lernbehinderte in Frechen. Da war das schon mal, wenn ich ins Lehrerzimmer kam, ich hatte so einen Kollegen, der erzählte öfter so schmutzige Witze. Ne? Und wenn ich dann da reinkam, verstummte alles, sagte auch, der Vetter ist da, also können wir jetzt nicht weiter erzählen. Ja, ja. Ob ich mich da immer richtig verhalten habe, ist jetzt vielleicht noch eine andere Geschichte. Aber ich habe so bei mir gedacht, immerhin haben sie doch gemerkt, was für einen Christen passt und was nicht passt. Und manchmal können das Menschen, die nicht im Glauben stehen, aber etwas von der Bibel wissen, haben die ein sicheres Gespür, was für uns nicht passt als Christen. Das wäre zum Beispiel ein Gesprächsthema, wo man sich mal zusammensetzen könnte. Was geziemt einem Jünger Jesu? Seht mal, damit beginnt das. Schmähen. Verfolgen wird jetzt allgemein gesagt, wird nicht genau präzisiert, was darunter zu verstehen ist. Oder auch böses, lügnerisch reden. Ich habe manchmal meiner Frau gesagt, wenn ich so von irgendeinem Gerücht hörte über meine Person und das stimmte nicht, habe ich gesagt, Gott sei Dank, das wäre jetzt schlimm, wenn das stimmen würde, was die Leute sagen. Aber wie können wir Gott danken, dass er uns vor diesem Fehlverhalten bisher bewahrt hat? Und seht mal, wir als Christen, wir bedauern ja auch manche Dinge in unserem Leben. Ich kann hier nicht vor euch sagen, dass ich mit der Sünde überhaupt nichts zu tun habe. Ich muss manchmal dem Herrn dies und jenes bekennen. Aber Gott sei Dank können wir abladen, wenn wir unsere Sünden bekennen. 1. Johannes 1, Vers 9. So ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ihr kennt die Geschichte mit dem Schaf und dem Schwein, wenn sie in eine Pfütze fallen, das habe ich hier schon mal erzählt, was der Unterschied ist.
Schafe Jesu Christi, also Leute, die ihm gehören, die gerettet sind, Kinder Gottes, Jünger Jesu, können auch in die Sünde fallen. Aber wir werden unglücklich dort sein, weil der Heilige Geist uns immer daran erinnert, dass da irgendetwas nicht in Ordnung ist. Und dann bekennen wir das dem Herrn und dürfen seine Vergebung in Anspruch nehmen. Das ist der große Vorteil. Der Bruder sagte eben, wir sind nicht besser als andere, wir sind aber besser dran. Und genau das ist der Vorteil, den wir haben. Wir können die Sünde abgeben, indem wir sie bekennen und nicht einfach unter den Teppich kehren und Angst haben, irgendwann kommt das mal wieder ans Licht. Der Herr wacht darüber. Ja, und jetzt gibt es zwei Gründe, die er hier nennt. Ich werde gleich schneller weitergehen, aber das ist so die Grundlage von dem Glück des verlorenen Lebens, was hier steht. Er nennt zwei Gründe, warum wir uns freuen dürfen und frohlocken. Das ist ja der heftigste Ausdruck im Hinblick auf Freude. Explodieren vor Freude, frohlocken. Denn euer Lohn ist groß im Himmel. Das heißt, der Blick wird nach vorne gelenkt. Es gibt eine Zukunft, es gibt eine Belohnung. Und die Belohnung hängt sehr stark davon ab, inwieweit ihr auch für den Herrn gelitten habt, etwas eingesteckt habt, um seinetwillen verfolgt wurdet. Der Lohn in der Zukunft. Und dann gibt es ein zweites, denn das ist der Blick in die Vergangenheit. Ist auch interessant. Denn also haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Das muss man mal auf der Zunge zergehen lassen, diesen Satz. Wisst ihr, womit wir da verglichen werden? Menschen, die bereit sind, für Christus zu leiden. Wir werden mit den Propheten verglichen. Na, wer war denn der leidende Prophet vor allen Dingen? Der weinende Prophet? Jeremia. Von Jesaja nimmt man an, dass er zersägt wurde am Ende seines Lebens. Die meisten Propheten sind eines gewaltsamen Todes gestorben. Und der Herr sagt, die haben euch das vorgemacht. Nehmt euch ein Beispiel daran. Wer weiß denn, wo das im Neuen Testament ganz besonders betont wird? Dieses Vorbild der alten Gläubigen. Da gibt es ein ganzes Kapitel. Hebräer 11. Und da wird das auf uns angewandt. Und da ist zum Beispiel bei einem Propheten auch davon die Rede, dass er die Schmach des Christus, so heißt das da, die Schmach des Christus für größeren Reichtum achtete als alle Schätze Ägyptens. Da merkt ihr schon, wovon die Rede ist. Ne? Wem waren denn die Schätze Ägyptens offen? Das war der Mose. Ne? Hat auf alles verzichtet, um mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiden. Denn er schaute auf die Belohnung. Merken wir. Seht, und wenn wir jetzt durchs Neue Testament weitergehen, und wir werden einige Stellen noch kurz anreißen, dann werden wir merken, wie vielfältig die Ergebnisse sind, wenn wir um Christi willen leiden. Wir bleiben im Matthäus-Evangelium. In Matthäus 13 gibt es die sogenannten Himmelreichsgleichnisse, 7 an der Zahl. Eins davon ist das berühmte Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Ich denke, die meisten wissen da Bescheid. Und da wird von 4 unterschiedlichen Herzenszuständen gesprochen, mit einem Acker verglichen. Ob der Boden hart ist, ob Dornen drin sind und so weiter und so fort. Und bei einem Herzensboden, da heißt es, wenn die vom Herrn hören, wie du vielleicht heute hörst, die sind sofort begeistert. Es gab mal ein Musical vor 40 Jahren etwa, Jesus Christus Superstar. Das ist es, jawohl. Und sie entscheiden sich ganz schnell. Aber wahrscheinlich hat man diesen lieben Freunden nicht erzählt, dass Christus nachfolgen
nicht ständig auf Wolke 7 ist, sondern Nachfolgen ist eben mit Verleugnung verbunden, was unser Thema ist. Mit Einsatz überwinden. Und dann sagt Matthäus 13, diese Leute, die so schnell das Wort aufnehmen, ohne lang zu überlegen, die gar nicht darüber nachdenken, was das bedeutet. Wenn Verfolgung kommt, das ist unser Thema, dann stoßen sie sich an dem Wort. Das Wort ist ihnen ein Ärgernis, heißt dieser Ausdruck, der da gebraucht wird, im griechischen Grundtext. Ein Ärgernis. Und sie lassen davon ab. Sie verleugnen alles. Seht, deswegen habe ich auch darauf hingewiesen, wer sich entscheidet für den Herrn, der sollte wissen, was er tut. Das, was uns zunächst mal dabei interessiert, das ist natürlich die Wegnahme der Schuld. Das können wir auf jeden Fall versprechen. Das ist das Großartigste überhaupt. Aber er verspricht auch Leiden. Bist du dazu bereit? Wenn dir klar ist, dass durch deine Schuld dein Leben verfuscht ist und du keine Chance hast, im letzten Gericht vor Gott zu bestehen, und wenn du allmählich ahnst, welch einen Preis dieser Jesus von Nazareth, der aus der ewigen Herrlichkeit in diese Welt gekommen ist vor 2000 Jahren, bezahlt hat, auch für dich, wie auch für mich, dann wirst du diesen Schritt machen. Und auch bereit sein für diesen Herrn, der alles gegeben hat, auch dich selber zu opfern, so wie er es vorgesehen hat. Matthäus 13 macht deutlich, Verfolgung geschieht bewusst, um den Weizen vom Unkraut zu trennen. In der Verfolgung merkt man, wer echt ist. Das haben unsere Brüder und Schwestern, die aus der Sowjetunion kamen, mir öfters bezeugt. Ich habe mich viel mit den Älteren zusammengesetzt und habe sie gefragt, wie war das denn damals unter Väterchen Stalin und all diese Sachen da mit den Deportationen und so weiter. Und die haben uns dann auch erzählt, zu unseren Versammlungen, da kam keiner, der nicht wirklich mit dem Herrn leben wollte. Das war viel zu gefährlich. Hier haben wir keine Probleme, noch nicht. Können kommen vielleicht. Aber was ist uns Jesus wert? Ja. Das ist die entscheidende Frage. Verfolgung macht deutlich, wer echt ist. Wer etwas riskiert für seinen Herrn, davon können wir ausgehen, der hat auch wirklich Leben aus Gott. Der hat Gemeinschaft mit dem Herrn. Und dass ihr Leben die Gemeinschaftspflege, so wie hier zum Beispiel sonntags, aber dann auch in der Woche, ich habe das ja gesehen, das ganze Programm, was ihr hier so habt, wird ja allerhand angeboten. Unter dem Wort, Gemeinschaft miteinander, sich gegenseitig auch besuchen, von den Glaubenserfahrungen weitergeben. So wie der Fabio das hier gemacht hat vor der ganzen Gemeinde, können wir ja auch in den Besuchen erzählen, wie der Herr uns geholfen hat, dass der andere ermutigt wird, es wirklich mit dem Herrn zu wagen. Gemeinschaftspflege ist eine der stärksten Hilfen, wenn es darum geht, in der Verfolgung nicht einzuknicken. Dann gibt es einen weiteren Punkt im Hinblick auf das Glück des verlorenen Lebens. Darüber spricht der Herr in Johannes 15. Die ersten Verse werdet ihr alle kennen, oder die meisten. Es ist der Weinstock, die Reben. Und er sagt, ihr müsst eng an mir bleiben, sonst bringt ihr keine Frucht. So, und nachdem er das abgehandelt hat, bis Vers 7 ist dieses ganze Thema, dann fängt er an von Verfolgung. Und dann sagt er, wie sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Ihr Lieben, das kann man kaum fassen. Ich habe versucht, eben das deutlich zu machen, was das schon für eine Würde ist, dass wir mit den Propheten des Alten Testamentes verglichen werden. Ich zitiere nochmal, so wie sie die verfolgt haben,
werden sie auch euch verfolgen. Und jetzt sagt der Herr Jesus selber, der Herr der Herrlichkeit, so wie sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und deswegen das Gleichnis vom Weinstock. Wenn ihr nah bei mir bleibt, mit mir verankert, braucht ihr keine Angst zu haben. Ich sorge für euch. Nun, wenn ihr das weiter aussuchen wollt, die Bibelstellen, die es da alle gibt, lest mal in nächster Zeit unter diesem Aspekt, wovon Verfolgung die Rede ist in der Heiligen Schrift. Ich bringe noch einige Hinweise, die ihr dann selber erarbeiten könnt. Den Petrus. Ich sehe ja noch ein paar Jüngere auch unter uns. Wie war das mit dem Petrus? Im Garten Gethsemane war er noch ganz eifrig. Hat er dem Knecht da das Ohr abgeschlagen, wahrscheinlich von hinten. Es sei denn, er wäre Linkshänder, dann war es von vorne. Da kann man nicht so genau wissen. Auf jeden Fall spielt er da den mutigen Mann. Ein paar Stunden später, im Haus des, im Hof des Hohen Priesters, verleugnet er den Herrn. Hat Angst! Und dann, 52 Tage später zu Pfingsten, spricht derselbe Mensch, der zitterte wie ein Espenlaub vor dieser Magd, der verkündigt das herrliche Evangelium und er sagt den Zuhörern, ihr habt ihn gekreuzigt, ihr seid schuldig. Der Petrus musste doch damit rechnen, dass die sich einfach bückten und die Steine aufhaben. Ganz Jerusalem ist ja voll von Steinen. Überall sind Steine dort, auf den vielen Hügeln, Bethlehems und so weiter. Da brauchen wir gar nicht lange suchen. War wahrscheinlich der Grund, warum die Juden meistens steinigten. Das ging dann sehr schnell vonstatten. Und da musste Petrus doch mit rechnen. Und der Mann hat keine Angst mehr. Wieso denn? Weil er erlebt hat, dass dieser Herr, den er so verleuchtet hat, sich seiner erbarmt hat. Diese Erbarmung Gottes, ihn wieder zurechtgebracht hat, ihm die neue Sicht gegeben hat, auf ihn, den Auferstandenen, dem die Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden, dem keiner widerstehen kann. Am Ende der Zeit wird er das letzte Wort sagen, unser Herr Jesus Christus. Und Petrus hat keine Angst mehr. Dann begleiten wir diesen Petrus mit Johannes. Eines Tages stehen sie vor dem Hohen Rat. Die höchsten Leute ihres Volkes. Johannes und Petrus waren beides einfache Fischersleute. Kamen auch noch von Galiläa, wir würden hier so sagen, aus der Provinz. Da, wo ich herkomme, da, aus der Provinz, ja. Weit weg, am Ende der Welt sozusagen. Was hatten die schon zu sagen? Da stehen die zwei und bezeugen dem Hohen Rat, es gibt keinen anderen Namen, in welchem wir gerettet werden müssen, als der Name Jesus, ob ihr das glauben wollt oder nicht. Es gibt keinen anderen Namen, der retten kann. Und sie werden geschlagen. Vermöbelt werden die. Und dann gehen sie hinaus und jammern über diese furchtbare Sache da, was sie erlebt haben. Es heißt, sie freuten sich. Erinnern wir uns, was uns geschenkt ist in Philippern und auch uns? Sie freuten sich, für den Namen des Herrn zu leiden. Und jetzt kommen sie zur Gemeinde. Stellt euch das mal vor. Eure Gemeindeältesten irgendwo werden malträtiert, sind vielleicht auch im Gefängnis gewesen. Jetzt haben sie mal Freigang oder was auch immer. Und erscheinen hier in der Gemeinde und erzählen, wie das so gewesen ist, ja? Wie ist dann unsere Reaktion? Die in Jerusalem, die hätten ja sagen können, ja, Petrus und Johannes, ihr seid ja die super Apostel. Das können wir verstehen, dass ihr da so viel Widerstandskraft habt
aber wir armen Leute von Jerusalem, also lasst uns bitte in Ruhe und bekennt euch nicht zu stark zu uns. Ja, wie mir das gesagt wurde bei meiner Ausbildung, da haben bekannte Leute mir gesagt, mach ja nicht deutlich, dass wir einander kennen, ja. Die wollten nicht das erben, was mir geschah, ja, sozusagen. Hätten die ja auch sagen können. Ihr könnt das ertragen. Ihr habt so viel Kräfte gesammelt. Ihr wart so lange mit dem Herrn zusammen. Ihr seid dazu in der Lage, aber wir nicht. Wenn ihr das in der Apostelgeschichte 4 lest, das ist so fantastisch, wie das da geschildert wird. Als die Apostel denen das erzählen, dann heißt es, sie erhoben einmütig ihre Stimme, sozusagen ein Sprachgebet, ja, einstimmig zusammen, haben die gebetet. Und was bitten sie? Sie bitten den Herrn, dass er ihnen Freimütigkeit gibt, seinen Namen zu bekennen. Die fordern doch das Unglück, menschlich gesehen, geradezu heraus. Die wollen also freimütig den Namen des Herrn bekennen. Das bedeutet doch für sie, wir werden alle im Knast landen. Die werden uns alle einbuchten. Wie soll das weitergehen? Das ist, wenn Jesus die Mitte unseres Lebens ist, da haben wir keine Angst mehr. Ob jung oder alt. Dann haben wir nur noch den einen Wunsch, dass wir freimütig den Namen des Herrn bekennen. Seht und durch die Apostelgeschichte durch, kann man das wunderbar verfolgen, wie Gott sich zu ihnen hält und wie die Apostel und auch einfache Leute keine Angst mehr haben. Und dann geht es in die Briefe hinein und da gibt es etliche Stellen, wo das wieder aufgegriffen wird, was für ein Vorrecht es ist, für den Herrn zu leiden. Und ich nehme nur noch einige Stellen aus dem 1. Petrusbrief. Der 1. Petrusbrief ist eigentlich der Brief, der das Leiden für Christus am meisten beschreibt. Das ist das Hauptthema. Und wie wir für den Herrn leiden können, ohne dass wir mit so einer 3 Tage Regenmaske durch die Lande laufen, sondern glücklich sind, mit einem glücklichen Herzen für den Herrn leiden. Seht mal, im 1. Kapitel, da schreibt er davon, dass unser Glaube erprobt wird. Dass die Errettung in der letzten Zeit offenbart wird, ist in Vers 5 die Rede. Darin frohlockt ihr, ne, diesen Ausdruck haben wir schon mal gehört, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es nötig ist, betrübt seid durch mancherlei Versuchungen. Damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer als die des Goldes, das vergeht, aber durch Feuer erprobt wird, befunden werde zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Da wird das erläutert. Versuchung, Verfolgung, der Glaube wird erprobt wie Gold im Feuer. Wenn man Gold ins Feuer, in den Ofen hineinschiebt, kommt es geläutert hervor. Der Glaube wächst dadurch. Unsere Zuversicht auf den Herrn wird gefestigt. Es geht vorwärts. Wir haben keine Angst mehr. Dafür dient das auch, die Verfolgung, um da eben zu erleben, wie der Herr uns festhält und entweder befreit, in meinem Fall hat er mich immer befreit davon, oder die Kraft gibt, festzuhalten, auch wenn es in den Tod geht. Da können wir die Geschichten von den Märtyrern lesen. Seht mal, vor einigen Jahren bekam ich einen Brief oben vom Eismeer. Da schrieben mir Geschwister, die durch unsere Mitarbeiterin zum Glauben gekommen waren. War ein ganz wilder Stamm. Die aßen Fisch noch roh und ich will das nie im Einzelnen beschreiben. Und die hatten nie vom Evangelium gehört. Wir hatten eine Schwester ausgebildet, die auch von dort stammte und dann wieder in ihren Stamm zurückging und hat dann viele zum Herrn geführt. Da kam der Dorfälteste zu ihr und sagte, hör mal, wenn du doch weiter von diesem Jesus redest, die Leute haben sich schon zusammengerottet, die wollen dich umbringen. Hör auf damit, hat sie gesagt.
Das kann ich nicht. Das ist so wichtig. Also ich weiß das deswegen, weil die Hinterbliebenen haben mir das geschrieben, was ich jetzt sage. So ist das gewesen. Und sie hat weiter den Namen des Herrn verkündigt, dann sind sie gekommen, haben sie umgebracht und gekreuzigt. Eine Frau gekreuzigt, habe ich noch nie gehört, dass sowas überhaupt gab. Und dann haben mir die Gläubigen, die da noch lebten, ja, die haben mir geschrieben, Bruder Martin, sie ist nicht umsonst gestorben, sie ist heimgegangen zu ihrem Herrn. Wir machen weiter. Wir machen weiter, egal was uns das kosten soll. Und ihr Lieben, ich bin überzeugt, die sind alle umgebracht worden. Der Kontakt ist dann abgerissen. Ich habe nie mehr von ihnen gehört. Ihr Leben für den Herrn gelassen. Die Sache des Herrn ist zu kostbar und zu eilig. Ich erlebe das ja, wir arbeiten ja in fast allen Ländern dieser Welt mit unserer Emmaus-App, mit den Emmaus-Kursen und so weiter. Und von überall höre ich, dass die Leute warten auf die Wiederkunft des Herrn. Das habe ich vor 20, 30 Jahren längst nicht so erlebt wie heute. Das Warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Und deswegen müssen wir die Zeit nutzen für unseren Herrn. Ich werde mich jetzt beeilen, weil ich merke, die Zeit ist auch schon ziemlich vorbei. Ich komme auf die letzte Stelle zu sprechen. Und alles andere könnt ihr dann selber noch erarbeiten. Ja? Auch im 1. Petrusbrief, Kapitel 4. Jetzt kommt der absolute Höhepunkt. 1. Petrus 4, Vers 12. Geliebte, lasst uns euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, merkt ihr, dieser Gedanke kommt immer wieder, euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid. Also diesen Ausdruck müssen wir uns merken. Die Leiden des Christus, insoweit ihr dieser Leiden teilhaftig seid, freut euch, damit ihr auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit mit Frohlocken euch freut. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr. Merken wir, Petrus kehrt zurück zur Bergpredigt. Genau das hat der Herr gesagt. Wenn sie euch schmähen in meinem Namen, glückselig seid ihr. Und das schreibt er am Ende seines Lebens. Und jetzt kommt aber noch eine andere Begründung. Noch eine andere Begründung. Denn der Geist der Herrlichkeit und der Geist Gottes ruht auf euch. Das ist nicht mehr zu übertreffen. Der Geist der Herrlichkeit ruht auf euch. Und wir wissen von Märtyrern, die ihr Leben ausgehaucht haben, wie in den letzten Momenten man den Eindruck hatte, die sind schon im Himmel. Oder sie erleben schon den Herrn. Wie bei Stephanus, der erste Märtyrer. Ich sehe den Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Im letzten Moment hat er den Herrn gesehen. Bei meinem Großvater war das auch so. Ich war leider nicht dabei. Ich war gerade im Knast in Kamerun, wo er heimgegangen ist. Wir haben mir das hinterher berichtet. Im letzten Moment hat er die Augen geöffnet und sagt, wie schön, wie schön. Und dann war er beim Herrn. Ich habe mal vor vielen Jahren so eine Serie am Radio gehalten über den Abgang von Ungläubigen und den Hingang von Gläubigen zum Herrn und den Unterschied daraus gearbeitet. Und da habe ich einige Geschwister auch genannt, die das auch erlebt haben am Ende. Schon ein Vorgeschmack auf den Himmel. Aber wir dürfen das auch hier so sehen, hier ist ja noch nicht mal von Märtyrern die Rede, sondern nur wenn einer geschmäht wird, kann schon der Geist der Herrlichkeit auf ihm ruhen, wenn nämlich der Geschmähte nicht droht, das wieder zu vergelten, sondern den anderen von Herzen liebt. Deutlich wird, er will ihm Gutes tun.
Vergeltet nicht Böses mit Bösem, sondern Böses mit Gutem, sagt Paulus in Römer 12 und Petrus in 1. Petrus 2. Ganz entscheidende Sache. Deswegen, ihr lieben Brüder und Schwestern, so viele wir im Glauben stehen, lasst uns das einfach mitnehmen. Wenn wir in dieser Weise Probleme haben mit unseren Nachbarn, mit Berufskollegen oder mit wem auch immer, lasst uns ihnen Gutes erweisen. Wir haben so viel Gutes bekommen durch unseren Herrn. Er hat uns alles erlassen. Wie sollten wir noch irgendjemandem etwas Negatives zumuten oder wünschen? Sondern dass wir wirklich, wie der Herr es sagt, für die beten, die uns verfolgen. Die segnen, die böse über uns reden. Und uns so verhalten, dass sie eines Tages uns fragen, wegen der Hoffnung, die in uns ist. Dass sie eines Tages sich sagen, ich möchte doch wissen, warum mein Nachbar so anders reagiert, als wie ich das eigentlich erwartet habe. Was ist das Geheimnis? Und Petrus sagt, seid alle Zeit bereit, Rechenschaft abzugeben wegen der Hoffnung, die in euch ist. Dann können wir ihnen das sagen. Wir haben ein Ziel, bei Jesus zu sein. Und wir wünschten so sehr, dass sie auch mit dabei sind, dass wir gemeinsam dem Herrn entgegengehen. Ihr Lieben, ich möchte noch gern mit uns beten. Herr Jesus, das Glück vom verlorenen Leben, ein Leben, das sich verliert um deinetwillen, das sucht dich zu ehren, dir zu gefallen, auch im Lob Gottes Fortschritte zu machen, wie wir das heute auch zu Beginn dieses Treffens auch versucht haben, darüber nachzudenken, wie viel Grund und Ursache wir haben, dich zu loben, dich zu preisen und deinen Namen zu erheben. Herr, lass uns Menschen sein, die du gebrauchen kannst, dem wir Menschen auch zu dir führen. Und lass uns solche sein, in denen deutlich wird, dass du veränderst, dass wir in dein Bild hinein verändert werden, dass Menschen in uns etwas von dir entdecken. Wir bitten deinen Segen auch für unsere Kinder, dass doch keins von ihnen verloren geht und dass wir alle voller Erwartung sind auf den Augenblick, wo wir dich sehen, wie du bist. Wir loben und preisen dich und geben dir die Ehre, dir allein. Amen.